Hallo, ich bin Felix vom Kanal Tomatolicks. Bildung ist Ländersache. Diesen Satz hast du vielleicht schon mal gehört. Doch was das eigentlich bedeutet, ist gar nicht so leicht zu verstehen. Diese Kulturhoheit der Länder ist sogar im Grundgesetz verankert. Also die Bundesländer sind jeweils für ihre Schulen zuständig. Klar, das hat irgendwas mit den Stundenplänen zu tun und vielleicht auch mit den Ferien. Die sind ja überall anders. Allerdings sind die Folgen weitaus schwerwiegender. Von der Einschulung bis zum Abschluss ist in Berlin vieles anders als in Bayern. So kannst du zum Beispiel in einer ganz maroden Schule in Steglitz landen, die kein Geld für neue Ausstattung hat, zu große Klassen und zu wenig Lehrer, oder in München auf einer sanierten Schule mit neuer Turnhalle, sauberen Räumen und ausreichend Personal. Der Bund darf sich dabei nicht einmischen und Gelder verteilen. Tatsächlich ist es für die Regierung leichter, eine Schule in Afrika zu bauen, als in Brandenburg. Bei einem Schulwechsel zwischen zwei Bundesländern fällt oft so viel Papierkram an, als würde man ins Ausland ziehen. Ein Lehrer aus Hamburg muss einen bürokratischen Hürdenlauf meistern, bevor er in Würzburg unterrichten kann. Das Abi aus Baden-Württemberg hat einen anderen Stellenwert als das aus Brandenburg. Und zahlreiche weitere Schwierigkeiten bringt die Eigenständigkeit der 16 Bundesländer mit sich. Ihr seht, der Bildungsdschungel in Deutschland ist verwirrend und die Leidtragenden sind Eltern, Lehrer und vor allem Schüler. Es muss etwas getan werden, da sind sich die Parteien einig. Schließlich sprechen sie fast alle von der Chancengleichheit. Sie wollen gleiche Chancen für jeden Menschen, ganz egal wie arm oder reich er ist oder wo er herkommt. Auf die Frage, was gute Bildung für sie bedeutet, kamen folgende Antworten. CDU, Grüne und FDP betonten die individuelle Förderung. Jeder soll in seinen Begabungen und Talenten gefördert werden. Außerdem möchten die CDU, SPD und FDP die Digitalisierung der Schule voranbringen. Das heißt, auf modernere, zukunftsorientierte Technik setzen und Kompetenzen in diesem Bereich stärken. Dass das alles nicht billig ist, wissen die Parteien natürlich auch. Und daher wollen fast alle mehr Geld für Bildung ausgeben. Und Bildung soll auch nicht Ländersache bleiben, fordern zumindest SPD und FDP, damit das ganze Bildungssystem etwas einfacher und einheitlicher wird. Wie es zurzeit läuft, kann es meiner Meinung nach nicht weitergehen. Wenn die Parteien wirklich für Chancengleichheit sind, sollte es keinen Unterschied machen, in welchem Bundesland man zur Schule geht. Ich finde es gut, wenn Bund und Länder mehr an gemeinsamen Bildungsprojekten zusammenarbeiten könnten. Denn schließlich ist Bildung etwas, was grenzenlos verfügbar sein sollte. Zum Thema Bildung gibt es noch viel mehr Wissenswertes im Netz. Du solltest dich weiter damit beschäftigen, denn nur so kannst du dir ein eigenes Bild schaffen und unsere Gesellschaft mitgestalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Jupp.Berlin, das Jugendportal für Berlin.